So, in diesem Video zum Speech Articulation Trainer 3.0 oder Speech Trainer 3.0 soll es um die Dynamik der Vokale gehen. Ja, was sind im Deutschen dynamische Vokale? Im Wesentlichen sind das die Diphthonge, wie ei in mai oder au in bau oder eu in heu. Gucken wir uns das mal an. Ei, au, eu. Aber es gibt auch vokalische R-Realisierungen, die im Prinzip auch dann mit dem vorhergehenden Vokal als dynamische Vokale angesehen werden können. Zum Beispiel das ihr in tier oder auch in ihr selbst. Ter, also das er, er, wie auch in bär und so weiter. Ür, wie in tür. Das sind also alles wesentliche Artikulationsbewegungen, die insbesondere eben auch die nicht-deutschen, nicht-muttersprachlichen Deutschsprecher erlernen müssen. Auch hier besteht wieder die Möglichkeit, die Artikulationsgeschwindigkeit zu reduzieren. Was bekommen wir hier zu sehen? Wir bekommen bei diesen dynamischen Vokalen nicht die ganzen Beispielwörter zu sehen, sondern tatsächlich immer nur den Diphthong, ei, au, oi. Gehen wir mal auf au nochmal, au. Und zwar, wenn wir uns jetzt den Gesamtablauf angucken, bekommen wir ihn hier zu sehen mit einer glottalen Vollverschlussgeste am Anfang, also dem Glottisverschlusslaut, dem sogenannten Knacklaut, der also dann noch vor der A-Realisierung bzw. zeitlich überlappend mit der A-Geste realisiert wird. Ja, also entsprechend der beweglichen, der Darstellung der Konsonantbilder, hier auch eine Darstellung der beweglichen Vokalbilder. Es sei auch hier nochmal gesagt, wir können mit diesem Slider hier auch einzelne Punkte angehen aus der gesamten Artikulationsbewegung. Das ist vielleicht am wichtigsten auch nochmal, wenn wir zurückgehen zu den Konsonanten. Hier paar. Es ist vielleicht sehr interessant zu sehen, wo also genau dann die Verschlussbildung ist, und wo es dann in die Öffnung geht und so weiter. So, gehen wir jetzt wieder zum eigentlichen Thema dieses Videos, zu den dynamischen Vokalen. Ja, wir können die Artikulationsgeschwindigkeit variieren, wie ich das schon mehrmals dargestellt habe, und dann uns eben die einzelnen Diphthonge angucken. So, und im nächsten Video wird es dann um gesamte Wörter, alle möglichen Wörter gehen, die wir als Einzelsilben im Deutschen darstellen können. Bis hierher, vielen Dank.